Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Double Features. Und diesmal geht's noch richtig in einen großen Klassiker. Ihr wisst, ich habe eine relativ große Konsolen- und Rechnersammlung. Ich habe auch die beiden Videopacks von Philips, den Philips G7000 und den G7400. Ich habe auch eine große Philips Videopack-Sammlung, wen das interessiert. Ist eine starke Konsole gewesen, auch eine der ersten Konsolen mit Modulen. Und auf dieser Konsole, ich sag mal, haben sich ein bisschen was getraut, was auch später, glaube ich, nie wieder gemacht wurde. Also korrigiert mich, aber ich glaube, es gibt kein Game, wo dementsprechend Tischfußball, also richtig Kicker, als Videogame rauskam. Ich steuere gelb, bevor das einer mal wissen will. Und versuche mal. Ah, ich mache schon das erste Tor. Bevor ich gleich noch was zur Steuerung sage. Bei der Konsole habt ihr manchmal das Glück, dass es zwei Spieler-Spiele gibt. Und wenn ihr nichts tut, dann übernimmt die KI den Spieler, der nichts tut. Es gibt aber auch Sachen, wo, ich sag mal, leider gar nichts passiert. Also ich sag mal so, das ist noch die Generation, da sollte man noch ein Handbuch gehabt haben. So, jetzt erzähle ich mal was zur Steuerung. Ich mache nicht das 2-0. Wenn ihr hoch runter steuert, steuert ihr sozusagen die mittlere Reihe. Steuert ihr schräg links hoch runter, steuert ihr die Angriffsreihe. Und mit rechts hoch runter steuert ihr den Torwart. Seid ihr natürlich blau, ist das genau andersrum, klar. So, komm. Und jetzt gucken wir mal, machen wir das 2-0. Ist unglaublich. Also von der KI damals, die Games waren. Mann, da sind wir wieder bei den Geschichten, das ist ja noch hier weit vor 8-Bit, das war dumm. Also am besten kleiner Tipp, wenn ihr vom Torwart was abspielt, geht in die neutrale Position, weil sonst spielt ihr nämlich ganz sinnvollerweise den Pass immer direkt zurück. Und das ist nicht ganz so sinnvoll. Kann ich tatsächlich das 3-0 machen? Ich rotz den hier weg. Das ist unglaublich. Das ist aber mal. Oh, das 4-0? Das gibt's aber nicht. Also, das ist. Ich sag mal, beim Aufnahmetest habe ich, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 10-4 verloren. Naja, gut, da ist der Anschlusstreffer. Weil die KI ist bei diesen alten Mörchen meistens nicht. Oh, jetzt werde ich hier richtig abgerotzt. Also, wenn man das mit Tastatur spielt, was ich hier gerade auf der Emulation mache, das kann ich sagen, ist total grottig. Das ist wirklich super grottig. So, haben wir. Ihr könnt also auch das, habt ihr gesehen, ihr könnt also auch hoch runter spielen, klar. Wobei auch da noch nicht so mir ganz entspricht, warum man da so wahnsinnig Strategie anwenden muss. So, 5-2. Also bei 10 hat man gewonnen. Aber ich finde das Konzept von Tischfußball, ich glaube, das wurde nie wieder gemacht. Also ich weiß, es gibt Air-Hockey-Games, aber ich glaube, das hat wirklich noch keiner gemacht. Es ist auch nicht so ergiebig, denke ich. Mache ich tatsächlich das nächste Tor? Ich gewinne! Ich gewinne. Das ist sensationell. Das habe ich, glaube ich, seit 50 Jahren nicht mehr geschafft. Also da werde ich sicherlich zu der Konsole, kann ich auch sagen, noch ein bisschen mehr machen, weil da, auch da gibt es wie bei einem Mattel Intellivision Games Deep, bin ich der Meinung, würde heute keiner mehr produzieren. Das war übrigens zum Beispiel auch, wenn das einer nicht kennt, auch wieder so eine Konsolen-Rechner-Kombination. Das heißt, es wurde also auch als Lernsystem angepriesen. Es gibt auch ein paar ganz nette, Education-Games dafür. Ich meine, die gab es auch für den Atari 2600, aber da hat sich deswegen auch die Konsole nicht unbedingt besser verkauft. So. Die hat man eher geholt für die richtigen Arcade-Klassiker. Und hier gibt es ein paar ganz böse Arcade-Klassiker, die einfach nachgemacht worden sind. Aber trotzdem ganz paar gute Sachen. Also zum Beispiel die Super-Mampfer-Version, besser bekannt als Casey Munchkin. Eigentlich der Pac-Man-Klon ist auf dieser Plattform um Längen besser als der Original-Pac-Man. Oder beziehungsweise der Pac-Man auf dem Atari 2600. Der Original-Pac-Man ist ja relativ gut. Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen. Das hätte mir keiner erzählen können. Damit habe ich nicht gerechnet. So, komm, gib mir eine Siegesfanfare. Ich bin total glücklich. Das ist super. So, ich kann euch versprechen, ich werde von der Konsole auch mehr zeigen, weil auf dem Videopack gibt es ganz ein paar tolle Sachen. Es gibt auch ein eigenes Zocker-Game. Das ist aber nicht, naja, ich sag mal jetzt nicht so
revolutionär, dass man es jetzt unbedingt zeigen muss. Vielleicht mache ich es irgendwie in einem Let's Show auch. Da habt ihr so eine kombinierte Karte mit Eishockey und Fußball. Auch das gab es auf dem Videopack, dass es da Module gab mit mehreren Games drauf. Es gab dann auch noch, vielleicht für die Leute, die das interessiert, auf dem G7400 gab es dann noch Plus-Versionen. Die hatten dann noch zusätzliche Hintergründe und zusätzliche Grafiken. Es gab auch so eine Art wie beim Television ein IntelliVoice, aber ich hatte das Voice-Modul dafür nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es das in Europa mal gab. Vielleicht wissen das Experten. Das Schachmodul hatte ich und das Basic-Modul hatte ich mal. Aber die habe ich jetzt selber nicht mehr in der Sammlung. Aber sonst, was Games angeht, bin ich da recht gut aufgestellt. Deswegen kann ich euch da mal ein paar Klassiker zeigen. Es gibt zum Beispiel auch ein Spiel, wo ihr mit einem Ballon um einen Vergnügungspark müsst. Das ist kein Scherz. Das gibt's wirklich. Also so Games, wo man davon ausgeht, die würde kein Mensch mehr machen. Aber gut, die waren damals noch ein bisschen kreativer. Heute trauen sich das eben nicht mehr. Heute wird immer grundsätzlich auf eine Massenmarke produziert. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, da sind wir heute. Das war Electronic Soccer, ich glaube bei uns übersetzt mit Tischfußball, was es ja auch ist, eben Kicker, auf dem G7400. Ich nenne es mal einfach die Videopack-Plattform, das werde ich auch so in die Beschreibung schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und morgen, Deutschland-Dänemark, kommt der Klassiker, den ihr haben wollt. Und ich habe noch mindestens zwei Titel, die ich unbedingt zeigen muss bei diesem Europameisterschafts-Special, so rum. Die werde ich auch noch zeigen und da könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr könnt auch mal zu dem Video sagen, weil das Video jetzt mit Camtasia aufgenommen ist, weil sonst bin ich ja eigentlich ein großer Fraps-Fanatiker. Aber Fraps mag solche alten Klamöttchen gar nicht. Bleibt dann nur Camtasia übrig. Ob das okay ist, ob man da vielleicht nochmal was schrauben muss, das könnt ihr einfach auch mal reinschreiben. Und wir sehen uns morgen zum Finale der Gruppe B. Tschüss!